Hallihallo, ich begrüße euch alle zu einem neuen Video. Hier hinten sitzt Lewinsky, neben mir Uwe. Ja, und wir sind eigentlich unterwegs zum Familienurlaub. Wir befinden uns in Kroatien auf der Insel Kres. Mega Landschaft. Jeden Moment geht die Sonne unter und wollen uns jetzt mit richtig dicken Fischen anlegen. Die Mädels sitzen im anderen Van und chillen und wir sind mit meinem jetzt unterwegs auf der Suche nach großen Fischen hier im Meer. Tagsüber an den teilweise echt momentan überfüllten Stränden konnten wir schon richtig gute Fänge erzielen auf eine ganz verrückte Art und Weise. Das zeigen wir euch jetzt mal, kommt mal mit. Hi, ich begrüße euch hier an einem völlig überfüllten Badestrand und wir wollen versuchen, hier zwischen den Badegästen Fische zu fangen. Wird es klappen? Ich habe dabei Toastbrot und Sardinen. Das sollte doch was angehen, oder? Wir bauen uns eine kleine Angel zusammen, setzen uns die Taucherbrille auf und dann schauen wir mal, ob wir hier was an den Angelhaken bekommen. Unglaublich, oder? Wir probieren es. So, alles am Start. Wir haben uns hier eine kleine Angel zusammengebaut. Ganz leichtes Blei oben drauf. Kleiner Haken. Ein bisschen Toastbrot dabei. Und die Sardinen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir Fische finden. Wir nehmen hier so ein aufblasbares Surfboard mit raus, um unser Angelzeug an den Platz zu bekommen. Levin begleitet mich. Jetzt schwimmen wir erstmal zusammen raus und gucken mal, ob wir was finden. Ein paar Fische sehen. Da unten ist ja alles voll. Jetzt bringen wir mal ein bisschen Brot ins Spiel. So, jetzt machen wir mal die Angel fertig und gucken wir mal, ob wir da einen ans Band bekommen. Gucken jetzt mal, welcher Köder am besten läuft. Auf Brot reagieren sie gut. Wir haben noch die Sardinen dabei. So, den ersten haben wir. Der zieht ganz gut. Das ging doch rucki zucki. Hier direkt in den Badegästen gefangen. So, machen wir den Haken schnell wieder raus. Und lassen wir wieder schwimmen. Genau. Sehr schöner Fisch. Und ihr könnt ja mal in die Videokommentare unten reinschreiben, was das hier für eine Fischart ist. So, der darf wieder abzwitschern. Und unter denjenigen, die die richtige Antwort haben, hauen wir einen fetten Preis raus. Der wird dann verlost. Weiter geht's. Ja, das mit der kleinen Angel hier hat ja super geklappt. Wir haben ratzfatz ein paar Fische hier im Trubel der Badegäste fangen können. Und jetzt tauschen wir auf jeden Fall dieses Kinderspielzeug hier gegen eine richtig große Angel aus und versuchen hier noch einen richtig dicken Raubfisch im Adriatischen Meer zu fangen. Denn hier gibt es richtig starke Fische. Abfahrt.
Ja, das hat auf jeden Fall schon mal gut geklappt. Fische auf Sicht, ja, aber die waren definitiv zu klein zum Essen. Es hat mega Spaß gemacht. Aber jetzt wollen wir mal versuchen, ob wir hier einen Fisch ans Band kriegen, der uns alles abverlangt. Wir wollen versuchen, Thunfisch zu fangen und sind jetzt auf dem Weg nach Malilogin. Das ist auf der anderen Seite von der Insel Kress, wo wir aktuell unseren Stützpunkt haben. Jeden Moment geht die Sonne unter. Wir müssen jetzt auch noch uns einen Hafen suchen, ein Boot suchen. Wir haben da schon einen, glaube ich, ganz coolen Kontakt herstellen können. Wir treffen nachher noch einen jungen Mann, der hat hier ein Bötchen und hat gesagt, Jungs, wir probieren es. Aber jetzt müssen wir erstmal noch ein Stückchen fahren, dann Dachzelt aufbauen, irgendwo übernachten noch und morgen im Sonnenaufgang geht's los! Genau, morgen geht's los. Lewinsky, den kennt ihr ja schon von einigen Videos. Große Waller konnte er schon fangen. Und jetzt wollen wir mal versuchen, ob wir auch einen fetten Thun an die Angel bekommen können. Hier in der Adria, hier in Kroatien. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema, auch für viele von euch, denn viele fahren mit ihren Familien hierher zum Urlaub machen. Es ist alles noch einigermaßen bezahlbar, ist nicht so teuer, ist mit dem Auto zu erreichen, ganz schnell über Österreich. Und vielleicht gibt es ja wirklich die Möglichkeit, neben dem Angeln am Strand, hier sich auch mit richtig fetten Fischen anzulegen. Wir werden sehen. Abfahrt. 7 hours driving on the highway. Far away, far away, far away. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Das Wichtigste haben wir natürlich vergessen, das ist Eis. Aber an der letzten Tanke jetzt vom Hafen gibt es noch welches? Nee, ein Pack lang. So, halbe Stunde Fahrt noch, aber wird jetzt langsam dunkel. Aber Eis brauchen wir, um die Sardinen kalt zu halten und um die Getränke kalt zu halten. Das ist unser Ziel da oben. Geil, bin gespannt. Tuna Action in Kroatien. Auch für mich das erste Mal. So, probier mal, das geht ja irgendwie. Ah, ja. Ah, ja. So, wir haben Glück gehabt. Wir haben einen coolen Parkplatz gefunden. So eine kleine, ja, eingefriedete Wiese hier mitten in der City. Was heißt in der City, kurz vom Hafen? An den Hafen kommst du mit dem Auto gar nicht so richtig ran. Und wir haben auch ein Boot gefunden. Und es geht um 3 los. Jetzt haben wir kurz vor 12. Da bleibt nicht viel Schlaf. Aber das gehört ja manchmal dazu beim Angeln. So, wir bauen uns noch das Dach schnell auf. Ich krabbel dann hoch. Der Winzke hat sich hier hinten schon bequem gemacht. Aber das langt ja. Und Uwe legt schnell auf den Beifahrersitz. Und dann schauen wir mal, ob wir... 3 Stunden. Ist noch dunkel, ne? Es wird wahrscheinlich erst ziemlich spät hell. 6 jetzt, glaube ich. Da was abgeht, ob man einen dicken Thun ans Band kriegen. Bis später. Bis morgen früh. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind alle gut verschlafen. 3 Uhr ist die Nacht rum. Hat ja gar nicht richtig angefangen. Wir raffen jetzt noch schnell das Nötigste zusammen. Auf jeden Fall schnell das Frühstück mit einpacken. Das muss mit aufs Boot. So. Bam, bam, viel brauchen wir nicht. 2 Taschen. Und Abfahrt. Durch ein paar enge Gassen bahnen wir uns jetzt den Weg in den Hafen. Lewinsky ist aufgeregt. Alles im Start. Angel dabei. Schauen wir mal. Kein Mensch mehr auf der Straße hier unterwegs. Und da unten kommen die Boote. Ich war bisher noch nie nachts, also was heißt nachts,
aber im Dunkeln auf Thunfischjagd. Meistens waren wir mal bei Tageslicht unterwegs. Aber wir haben was Verrücktes vor. Wir sind ja dieses Mal an der Adria unterwegs. Ich kenne die Adria von der italienischen Seite aus. Nicht besonders tief. 30, 40 Meter Wassertiefe. Hier drüben in Kroatien ist es das Gleiche. Zusammen mit Dino werden wir jetzt starten. Sein Bruder ist, glaube ich, auch dabei. Mal gucken, wo wir die Jungs jetzt hier im Hafen treffen, wenn sie nicht verschlafen haben. Wir sind auf jeden Fall pünktlich am Treffpunkt. Wie die Maurer, genau. So, da haben wir ihn schon gefunden. Dino, morgen. Guten Morgen. Morgen. Schon am Köder sortieren. Ja, das sieht doch gut aus. Schaut mal hier oben von seinem Vater und seinem Opa und seinem Uropa die ganzen Utensilien für den großen Fang. Spannende Sache. Köfis haben wir. Aber wir wollen ja mit der Rute einen fetten Fisch fangen. So, und jetzt gehen wir zum Boot. Köder sind geladen und wir werden was ganz Spannendes versuchen dieses Mal. Draußen sind einige größere Sardinenboote unterwegs. Die fischen nachts mit Licht, um die großen Sardinenschwärme zu, sag ich mal, zu bündeln und dann einzusammeln. Und dort außenrum um diese Boote sollen sich auch die Thunfische einfinden. Weil natürlich beim Anheben der Sardinen mit den Netzen dann natürlich auch einiges durchrasselt. Und für die Raubfische ist es natürlich eine gefundene Beute. Da müssen sie in der Nähe sein und das haben wir vor. Wir wollen uns jetzt so ein großes Boot hier draußen suchen und dann in unmittelbarer Nähe versuchen, einen Thun ans Band zu bekommen. Der Winzke, was machst denn du? Guck mal, kleine Garnele. Ja, auch so ein paar kleinere Fische, wie man im Strand fangen konnte. Da, ne? Da auch so ein Schwarz-Weißer. Ja. Und dann Krebs, alles voll. Einiges los hier. So eine Rolle gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Vorbereitet. Da im Hintergrund seht ihr so einen Sardinenkutter, ja. Die krassen Strahler da auf dem Wasser. Und da außenrum spielt sich natürlich einiges ab. Durch die Sardinen, die da durch die Netze zerhäckselt werden. Und da probieren wir jetzt relativ nah ranzukommen. Und genau dort werden dann Deadbaits in diesem Fall an einem stabilen Einzelhaken, schon leichter Circle Hook. Der Köderfisch wurde einfach eingeschlauft, zweimal oben über den Kiemenbogen und dann mit Garn befestigt. Hier kommt richtig schweres Gerät zum Einsatz.
natürlich das Echolot hier, ob wir irgendwo größere Räuber entdecken. Wir befinden uns jetzt genau hinter dem Netz. Da sollte das meiste Getümmel losgehen, aber bisher ist nicht viel los. Deswegen sind die Routen auch noch nicht besetzt. An Bord ist es ganz dunkel jetzt, kein Licht an, um erstens die Berufsfische da nicht zu stören. Hier haben wir jetzt Thunfische gefunden. Hier seht ihr sie, zwischen 20 und 40 Meter. Route geht jetzt runter. Wir befinden uns in unmittelbarer Nähe zu dem Fischbutter. Unglaublich, unglaublich. Jetzt ist der Bildschirm voll. Überall Thunfische in allen Wasserschichten. Ja, das ging jetzt wahnsinnig schnell. Köder runtergelassen, Thune waren auf dem Echolot da und Volleinschlag. Wir sind jetzt erstmal ein Stück rückwärts weggefahren, damit der Fisch nicht ins Netz reingeht und wir die anderen Angler nicht behindern. Naja, und Levin hat jetzt seinen ersten großen Thune am Start. Rute bleibt jetzt natürlich am Boot fest fixiert. Zu schweres Gerät, vor allen Dingen für den jungen Mann hier. Levin, komm, gib alles, Action. Geht's noch? Ja. Hm? Ja, ja. Geht noch ein bisschen. Okay. Bisschen. Wahnsinn!
Da drüben wird auch gedrillt auf dem Boot, ja. Und ja, die anderen Jungs sind leer ausgegangen. Wir hatten das Glück. Was heißt wir? Lewinski, dickes Petri, zu deinem ersten Tuna. Jawohl. Er hat es ja fast geschafft mit dem Drill, aber dann musste Uwe mit einsteigen. Ja, das ist eine unbeschreibliche Kraft, ja. Hier geht es doch einigermaßen, weil die Ruten ja nicht rausgenommen werden. Im Freestand sind solche Fische richtige Endgegner. Die Jungs lassen hier die Ruten im Boot drin, ist zu schweres Gerät. Mehr Spaß macht es natürlich, wenn ihr die Rute im Kampfgürtel dann habt und euch auf dem Boot bewegen könnt. Aber das ist hier die Art der Fischerei, ja. Und es ist ja eine ganz spannende Sache da. Hinten fahren die Sardinenjungs jetzt ab. Die haben ihre Netze voll und haben somit den Thunfischanglern geholfen, an Fische ranzukommen. So. Und da hinten stehen die anderen Boote. Also was ich mitbekommen habe, wir hatten einen Fisch 70, 80 Kilo Klasse und da hinten das große Boot drillt auch noch. Spannende Sache. Ja, und ich denke, jetzt werden wir anfangen mit dem Chumming, ja. Also mit dem Füttern, die Montagen in dieser Futterspur treiben lassen. Schauen wir mal. Aber herrlich, ne? Im Hintergrund geht die Sonne auf. Ganz fantastisch, ja. Wieder einer da. Ja. Wir versuchen jetzt eine Futterspur zu legen, immer im Minutentakt kleinste Fischpartikel in die Strömung reinbringen. Macht da nicht so große Brocken, immer so ein paar kleine Stückchen. Der Thunfisch sieht sehr gut im Wasser, sehr, sehr weit. Wir wollen die Fische nicht satt machen, sondern einfach locken. Ja. Ein paar kleine Stückchen hier, Strömung rein, Echolot beobachten. Vielleicht kriegen wir noch eine Chance. Das macht Spaß, Fische füttern, hä? Ja. Aber immer schön dranbleiben, vielleicht kommt hier noch eine. Jetzt kommt auf jeden Fall langsam die Sonne hoch. Es wird richtig heiß jetzt. Und es war genau die richtige Zeit. Wir waren zwar noch etwas müde, aber hat sich gelohnt, das frühe Aufstehen, oder junger Mann? Auf jeden Fall geiles Erlebnis, auch viele Delfine dann noch gesehen, auch in größeren Gruppen und ja. Also, du weißt ja, warum die Delfine da waren. Ja, wegen der Sardinen, genau, denn dort, wo die Delfine sind, dort ist Futter. Und in der Nähe von Delfinen sind auch oft die Tunas unterwegs. Habt ihr bei mir beim Costa Rica Film gesehen, blende ich euch nochmal hier oben ein. Verlinke ich euch dort, könnt ihr euch das Abenteuer nochmal anschauen. Ganz anderes Angeln, ja, das aktive Fischen mit der Spinnrute. Aber hier, wie gesagt, im Adriatischen Meer war für mich auch ganz neu. Ich habe hier schon ein paar Mal geangelt auf Tuna. Wie gesagt, mit dem Füttern jetzt hier und mit den Ruten in der Drift, die dann da mitlaufen. Aber diese nächtlichen Verfolgungsjagden von diesen Sardinenkuttern fand ich selber spannend. Ist logisch und hat ja auch direkt funktioniert, ja. Man muss halt früh aufstehen. So, jetzt schauen wir mal, ob hier noch was angeht. Echolot ist die letzte Zeit jetzt leer gewesen. Der Spuk ist irgendwie vorbei, kann aber jederzeit wieder losgehen. Dale, 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 yo quiero romper modales, los modales.
Das war auf jeden Fall ein mega Erlebnis. Wir haben jetzt späten Mittag. Wir sind jetzt lange auf den Beinen und es hat direkt gescheppert. Ich glaube, wenn ihr auch mal Bock habt, mit eurer Familie hier in Kroatien unterwegs seid, bei einem Urlaub, könnt ihr auf jeden Fall euch mal bei Dino melden. Unten in der Videobeschreibung alle Kontaktinformationen, wenn ihr mal Lust habt auf so ein verrücktes Tuna-Abenteuer hier vor Kroatien. Uns hat es mega Spaß gemacht, die nächtliche Jagd. Ihr müsst auf jeden Fall früh aufstehen, aber ihr seht, es lohnt sich. Dino spricht super Deutsch. Du kannst noch mal was kurz erzählen, bevor wir jetzt heimfahren zum Mittagsschlaf. Wir fahren einfach nach Hause, jetzt schlafen und morgen ist neuer Tag. Morgen fahren wir noch einmal los und neuer Tag. Ich hoffe, wird auch so wie heute. Genau, war mega. Vielen Dank. Nicht zu danken. Dir, dickes Petri, junger Mann, zu deinem ersten Yellowfin. Vielen Dank. Hau noch ein bisschen was rein. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und wenn ihr in Kroatien unterwegs seid, meldet euch mal bei Dino. Habt auf jeden Fall eine abenteuerliche Tour vor euch. Viele Grüße, alles Gute für euch. Dicke Fische, euer Stefan. Ciao, ciao.